Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Drucksache 20-1723. Und aus der letzten Fragestunde stellt die erste Frage. Das ist die Frage 189, der Kollege Frank Thilo Becher. Bitte drücken Sie immer Ihr Knöpfchen, dann kann ich Sie freischalten. Bitte, Kollege Becher. Ich frage die Landesregierung, inwiefern wird sie die unabhängige Asylverfahrensberatung in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen einschließlich der Ihnen zugeordneten selbstständigen und unselbstständigen Außenstellen mit Landesmitteln unterstützen? Herr Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Becher, in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Hessen wird derzeit eine unabhängige Asylverfahrensberatung seitens zivilgesellschaftlicher Träger angeboten und durchgeführt. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass eine unabhängige Rechtsberatung in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes finanziell gefördert werden soll. Der neue § 12a Asylgesetz des Bundes regelt eine zweistufige Asylverfahrensberatung. Die zweite Stufe in Form der individuellen Beratung kann gemäß der gesetzlichen Vorgabe durch das BAMF oder eine Wohlfahrtsorganisation durchgeführt werden. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration steht derzeit in Kontakt mit dem BAMF, um die dortigen Planungen und deren Auswirkungen auf die im Koalitionsvertrag festgelegte Zielsetzung einer Landesförderung in diesem Bereich zu ermitteln. Gleichzeitig werden aber bereits alle Vorarbeiten zur Entwicklung einer entsprechenden Förderrichtlinie des Landes durchgeführt. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich. Ja, bitte, Kollege Becher. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden? Es liegen bisher noch kein Beratungsschlüssel vor und es ist auch noch keine Summe konkret benannt, sondern das ist noch in einem Prüfungsverfahren aktuell. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Becher, Sie haben mich insoweit richtig verstanden, als dass sich durch die Bundesgesetzgebung insgesamt der Rahmen für eine Verfahrensberatung an den Erstaufnahmeeinrichtungen ja verändert hat und wir deshalb mit dem BAMF darüber im Gespräch sind, was seine eigenen Planungen sind und inwiefern die Länder dort auch eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass wir bereits dabei sind, eine entsprechende Förderrichtlinie des Landes zu erarbeiten. Daraus können Sie ja die Absicht ableiten, dass wir dort auch selbst tätig werden. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfrage, Kollege Becher. Ist Ihnen die Vorstellung der freien Wohlfahrtspflege bekannt, die aus Ihrer Perspektive einen Beratungsschlüssel von 1:180 für notwendig hält? Und wie findet das Berücksichtigung in den Beratungen? Herr Minister. Wir sind auch mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, deren Mitglieder ja im Moment auch die unabhängige Verfahrensberatung durchführen, zu dem Gesamtkomplex im Gespräch, kennen natürlich auch die Vorstellungen, die dort herrschen. Wir müssen das aber, wie gesagt, im Einklang bringen mit der neuen Bundesgesetzgebung. Und darüber finden Gespräche statt. Insofern kann ich die Frage bejahen. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf Frage 192. Fragestellerin ist die Kollegin Schacht-Sauer für die Fraktion Die Freien Demokraten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, warum wurde das Besetzungsverfahren für den Dienstposten in der Schulleitung der Taunusschule Bad Camberg trotz des eindeutigen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Wiesbaden 3L6052 aus 2017 WI abgebrochen? Herr Staatsminister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, gerade wegen des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist das Besetzungsverfahren abgebrochen worden. Gibt es weitere Fragen? Zusatzfrage, Kollegin Schardt-Sauer. Ja, da aber doch noch mal die Nachfrage. Das Verwaltungsgericht hat ja in seinen Entscheidungsgründen den Weg aufgezeigt. Die Aufhebung des Verfahrens bedeutet ja alles wieder von vorne. Und hier hätte ja die Möglichkeit bestanden, unter Hinweis des Gerichtes dem Verfahren Fortgang zu geben. Warum hat man diesen Weg nicht gewählt? Das Verwaltungsgericht. Herr Minister. Frau Abgeordnete, es gab potenziell mehrere Reaktionsmöglichkeiten auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. In diesem Falle mussten wir allerdings berücksichtigen, insbesondere die lange Verfahrensdauer.
Dieses Verfahren bzw. das ursprüngliche Stellenbesetzungsverfahren resultierte aus einer Ausschreibung vom 7. Juni 2016. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist ergangen am 8. Juli 2019. Das alleine illustriert schon deutlich, warum wir manchmal mit langen Vakanzen auf Schulleitungsstellen rechnen müssen, weil eben, wenn es zu solchen Streitverfahren kommt, die auch entsprechend lange dauern. Das heißt, wir hatten zwischen der Ausschreibung und der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 3 Jahre. In dieser Zeit haben sich aber auch die schulischen Gegebenheiten verändert, sodass die jetzt angestrebte Neuausschreibung auch mit einem geänderten Schwerpunkt erfolgen soll, um den zwischenzeitlich geänderten schulischen Bedarfen Rechnung zu tragen. Und schließlich ist noch die aktuelle Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs zu berücksichtigen, der 3 Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden seinerseits in einem anderen Verfahren noch mal eine Entscheidung getroffen hat, die uns im Moment ganz generell zu denken geben muss, was Stellungs- und Besetzungsverfahren anbetrifft. Und die potenziell auch dieses Verfahren tangieren würde. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Schardt-Sauer. Ja, aber gerade das doch sicher parteiübergreifend vorhandene Bestreben, die Stellen schnell zu besetzen, ein neues Verfahren dauert explizit länger. Was hat sich dann konkret an der Schule verändert seitdem? Herr Staatsminister. Ich kann Ihnen sagen, dass Schwerpunkt der Neuausschreibung die Digitalisierung an der betreffenden Schule sein soll. Und da sehen Sie schon, da hat sich zwischen 2016 und 2019 die Situation verändert. Wir haben mittlerweile den Digitalpakt mit dem Bund. Wir haben das Programm Digitale Schule in Hessen. Digitale Schule Hessen. Das heißt, die Schulen machen sich jetzt eben auf den Weg. Sie setzen, das trifft auch auf andere Schulen zu, Funktionsschwellen spezifisch für diese Schwerpunkte ein. Und es wäre einfach widersinnig, der Schule die Möglichkeit zu nehmen, auf diese geänderten schulischen Bedarfe zu reagieren und zu sagen, sie sind jetzt auch im Jahr 2020, das wir mittlerweile haben, noch immer daran gebunden, die Schwerpunkte und Bedarfe festzulegen, die mal 2016 für die Ausschreibung formuliert wurden. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 193. Das ist eine Frage der Kollegin Elisabeth Kuhler, Fraktion Die Linke. Ich frage die Landesregierung, welche personellen Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit der Personalmangel im Kultusministerium, der zu einer immensen und ärgerlichen Häufung von verspäteten Antworten auf kleine Anfragen und Berichtsanträge sowie zu einem erheblichen Mangel in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern führt, behoben werden kann? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Kuhler, das Fragerecht der Abgeordneten des Hessischen Landtags ist zweifellos ein hohes Gut, von dem gerade in dieser Legislaturperiode auch sehr regen Gebrauch gemacht wird. Ich versichere Ihnen, dass alle parlamentarischen Anfragen in meinem Hause mit großer Sorgfalt geprüft und unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben beantwortet werden. Wir haben auch keinen Personalmangel, gemessen an der Zahl der Stellen, die dafür vorgesehen sind und eingesetzt werden. Unser Parlaments- und Kabinettreferat ist personell im Grundsatz genauso besetzt wie in der vergangenen Legislaturperiode. Aber die neue Herausforderung ist die, der Veränderung im Frageaufkommen, das eben sprunghaft angestiegen ist, gerecht zu werden. Gibt es Zusatzfragen? Zusatzfrage, Kollege Degen. Einmal drücken, bitte. Herr Kultusminister, trifft es zu, dass das nicht immer nur mit der gestiegenen Anzahl an Anfragen zu tun hat, sondern am Beispiel der Kleinen Anfrage 20942 vom 15.07.2019 zu Maßnahmen zur Stärkung schulischer politischer Bildung, auf die ich nun seit mehreren Monaten warte, dass das manchmal auch was damit zu tun hat, dass sich die regierungstragenden Fraktionen und Sie sich nicht einig sind, wie es weitergehen soll, gerade am Beispiel der schulischen politischen Bildung? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, ohne jetzt diese kleine Anfrage unmittelbar vor Augen zu haben, würde ich sagen, gerade in diesem Bereich brauchen Sie diese Sorge nicht zu haben. Ich will aber die Gelegenheit nutzen, um allgemein darauf hinzuweisen, dass viele Anfragen gerade im Kultusbereich auch umfangreiche Auswertungen erfordern, die teilweise in weit zurückliegende Zeiträume reichen und auch zahlreiche Aufschlüsselungen erfordern, wie zum Beispiel nach Schulamtsbezirken, Schulformen und so weiter. Und diese Aufschlüsselungsverlangen führen zu einer Vielzahl von Unterfragen. Und da müssen auch viele Leute, viele Abteilungen oder auch Institutionen wie die Schulämter bei uns eingeschaltet werden, die den Auswertungsaufwand und damit die Bearbeitungszeit deutlich erhöhen. Und ich will vielleicht noch hinzufügen, dass auch in den Fällen, in denen eine Antwort knapp ausfällt, den Antworten oftmals komplexe Prüfungen zugrunde liegen, auch wenn man das vielleicht der Antwort am Ende nicht ohne weiteres ansieht. Nächste Zusatzfrage ist Frau Kollegin, stellt Frau Kollegin Kula.
Ja, ich habe noch eine Zusatzfrage, und zwar, wie gedenkt denn die Landesregierung in Zukunft damit umzugehen, wenn kleine Anfragen, wie am Beispiel der kleinen Anfrage zur Berufseinstiegsbegleitung, nicht beantwortet werden über einen sehr langen Zeitraum, über Monate hinweg, weil sich die Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung verändern? Wie möchte die Landesregierung da zukünftig dafür sorgen, dass diese Prozesse schneller vonstatten gehen und wir auch endlich die Antworten auf die Anfragen bekommen können? Herr Staatsminister Professor Lorz. Also zunächst, Frau Abgeordnete Kula, sind Zuständigkeitsveränderungen innerhalb der Landesregierung ja nicht der Regelfall. Wir schauen uns aber alle diese Anfragen sehr genau an. Wir kommen natürlich auch unserer Verpflichtung nach, die Abgeordneten um eine etwaige längere Bearbeitungsdauer zu informieren. Und ich kann nur wiederholen, wir sind auch bestrebt, sie so schnell wie möglich in der vorgesehenen Frist zu beantworten. Aber das Aufkommen hat sich im Vergleich zur letzten Legislaturperiode mal grob geschätzt verdoppelt. Und das ist schlicht und ergreifend etwas, da sich ja nicht das Personal bei uns verdoppelt, das dann auch zu gewissen Verzögerungen im Vergleich zur letzten Legislaturperiode führen kann. Dankeschön, Herr Staatsminister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 199. Kollegin Schad-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie gestaltet sich die Beteiligung von Hessen im Gesetzgebungsverfahren zur Fortführung des Solidaritätszuschlages? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, da das Gesetzgebungsverfahren mittlerweile abgeschlossen ist, kann ich Ihnen sozusagen den genauen Ablauf in Grundzügen schildern. Die Länder wirken gemäß Artikel 50 des Grundgesetzes über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes mit, so auch beim Gesetzentwurf zur Rückführung des Solidaritätszuschlages 1995. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundesrat eine Stellungnahme gemäß Artikel 76 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz nicht beschlossen, wie sich aus dem Beschluss zur Bundesratsdrucksache 396 aus 19 ergibt. Hessen hatte zwar gemeinsam mit anderen Ländern im Finanzausschuss des Bundesrates einen Antrag gestellt, welcher den geplanten Entlastungsschritt begrüßte, aber als zu kurzgreifend kritisiert hat und auf die Risiken der teilweisen Beibehaltung des Solidaritätszuschlages hinwies. Der Antrag fand jedoch keine Mehrheit. Es handelte sich vorliegend um ein Bundesgesetz, welches nicht der Zustimmung des Bundesrates bedurfte, da das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag gemäß Artikel 105 Absatz 3 des Grundgesetzes in voller Höhe dem Bund zusteht. Zu dem Gesetzesbeschluss des Bundestages kann der Bundesrat nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen und gemäß Artikel 77 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes binnen 2 Wochen Einspruch einlegen, wenn ein Vermittlungsverfahren beendigt wurde. Eine Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat ist aber unterblieben. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Schardt-Sauer. Ja, nach den kostenfreien Ausführungen im Verfassungsrecht allgemeiner Teil noch mal eine Nachfrage, nachdem das Gesetzgebungsverfahren ja sozusagen die Frage zeitlich überholt hat. Frage ich die Landesregierung, ob sie die Einschätzung teilt oder dass ein Aspekt war, dass die nicht vollständige Aufhebung des Solidaritätszuschlages verfassungswidrig ist. Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Möglicherweise habe ich eben nicht deutlich formuliert, aber wir hatten gemeinsam mit anderen Ländern im Finanzausschuss einen Antrag gestellt, der auch die verfassungsrechtlichen Risiken in den Blick genommen hat. Dankeschön, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 200. Fragesteller ist der Kollege Rolf Kahn für die Fraktion der AfD. Herr Kollege, drücken Sie mal, dann kann ich Sie fragen. Bitte schön. Dank, Herr Präsident. Ich möchte eigentlich meine Frage zurückziehen. Wenn Sie mir gestatten, würde ich ganz gerne eine kleine Erklärung dazu geben. Denn meine Frage, Herr Minister, die lag ja schon seit Monaten zurück. Und es gab ja inzwischen einen Berichtsantrag von der SPD. Da sind die Fragen eigentlich hinreichend geklärt worden. Es sei denn, Sie würden noch aktuelle Entwicklungen hinzufügen können. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kahn. Es antwortet der Kultusminister, Professor Lorz. Bitte schön. Herr Abgeordneter Kahn, dann freue ich mich in der Tat, Sie mit den neuesten Daten versorgen zu können, die wir zum Zeitpunkt des Berichts im Kulturpolitischen Ausschuss naturgemäß noch nicht hatten.
Man muss ja, wir betrachten ja unsere besetzten bzw. nicht besetzten Stellen immer nur stichtagsbezogen. Und da der Arbeitsmarkt für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen derzeit sehr dynamisch ist, das Land Hessen auch sicherlich ein attraktiver Arbeitgeber ist für sozialpädagogische Fachkräfte, aber trotzdem Schwankungen im Bereich der besetzten Stellen die Normalität sind. Wie gesagt, deswegen müssen wir immer auf einen Stichtag abstellen, der dann freilich nur eine Momentaufnahme darstellt und nicht bedeutet, dass zum Stichtag unbesetzte Stellen noch nie besetzt gewesen wären. Aber ich habe jetzt einen neuen Stichtag für Sie, nämlich den 24. Januar 2020, also sozusagen die frischesten Zahlen. Und da haben wir von den im Grundschulbereich ca. 410 zugewiesenen Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte im Moment eine Besetzungsquote von 95,1%. Das heißt, wir können sagen, da ist der Markt jetzt eigentlich gesättigt, weil um die 5% Fluktuation sind in dem Bereich normal, werden wir immer haben. Die noch bzw. wieder zu besetzenden UBUS-Stellen im laufenden Ausschreibungsverfahren, also befinden sich im laufenden Ausschreibungsverfahren oder jedenfalls ist die Neueinstellung in Planung. Das gilt natürlich auch für die UBUS-Stellen im Sekundarbereich 1. Dort waren von den 272 zugewiesenen Stellen zum 24. Januar 82,2% besetzt. Das heißt, wir kommen insgesamt jetzt über Grundschule und Sekundarstufe 1 hinweg auf eine Besetzungsquote von 90% für die UBUS-Stellen. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Kahnt? Nein, keine weitere Zusatzfrage. Dann kommen wir zu Frage 201. Fragesteller ist der Kollege Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, nach welchen Kriterien werden hessische Schulen zur Teilnahme am Bundesprogramm Schule macht stark ausgewählt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, das Bundesprogramm Schule macht stark geht insgesamt von ca. 200 teilnehmenden Schulen aus. Hessen würde da mit ca. 15 Schulen daran teilnehmen. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Landesregierung die sozialen Herausforderungen an den hessischen Schulen schon jetzt im Blick hat. Deswegen unterstützen wir sie ja mit 708 Stellen derzeit im Rahmen der sozialindizierten Lehrerzuweisung und 700 Stellen für die unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte. Was jetzt Schule macht stark anbetrifft, ist eine hessenweite Ausschreibung angedacht, um die Auswahl der Schulen bis zum Anfang des Schuljahres 2020/21 abzuschließen. Die Kriterien dafür werden derzeit bei uns im Haus erarbeitet. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Degen. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Können Sie schon sagen, mit was die Schulen dann rechnen können, diese 15? Wird es zusätzliche Mittel geben, zusätzliche Stellen? Oder was wird dann möglicherweise einfach zur Unterstützung angeboten werden? Minister. Herr Abgeordneter, dieses Schule macht stark ist ja zunächst einmal ein Forschungsprojekt, um quasi herauszufinden, wie man eben Schulen stark machen kann, mit dem Ziel, dass das dann Vorbildcharakter haben soll, möglicherweise auch für alle anderen Schulen im Land. Insofern ist es vergleichbar mit dem Programm Leistung macht Schule, LEMAS, das Sie kennen, das gemeinsame Programm von Bund und Ländern. Da gibt es natürlich Mittel zur Teilnahme an diesem Projekt und vor allem zum Aufbau des entsprechenden Netzwerks, denn das ist das, was diesen beiden Initiativen gemeinsam ist. Wir schaffen ein Netzwerk über die Landesgrenzen hinweg, damit sich Schulen untereinander austauschen, voneinander lernen können. Sozusagen der Punkt, an dem das dann richtig ressourcenrelevant ist, kommt freilich erst danach, wenn es darum geht, was von dem Gelernten man flächendeckend in die Praxis umsetzen wird. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 203. Fragesteller ist der Kollege Thorsten Warnecke. Dankeschön, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wieso hat sie den Gemeinden in diesem Jahr bis zum November noch keine Haushaltseckdaten zukommen gelassen, wohingegen sie im vergangenen Jahr gleich zu zwei Punkten, nämlich einmal im September vor der Landtagswahl und dann im November nach der Landtagswahl, eben dies getan hat? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Warnecke, die Landesregierung versorgt in jedem Jahr die hessischen Kommunen mit den für die Aufstellung des Haushaltes des Folgejahres, und das ist wichtig, gesondert für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung erforderlichen Informationen. Das geschieht einerseits durch die sogenannten Planungsdaten und die sogenannten Orientierungsdaten. Die Planungsdaten also enthalten die konkrete Vorausschau auf die Schlüsselzuweisung des kommenden Jahres durch das Finanzministerium sowie hinsichtlich der Orientierungsdaten für die Finanzplanung für die Folgejahre durch das Innenministerium.
Im Orientierungsdatenerlass werden zudem Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und zu den aufsichtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung erteilt. Wir hatten für die Haushaltsplanung 2020 und damit auch für die Mittelfristplanung folgende Besonderheit, auf die ich im Übrigen die kommunalen Spitzenverbände und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schriftlich als auch in den Regionalkonferenzen bereits im Frühjahr hingewiesen hatte, dass durch das Programm Starke Heimat den Kommunen in Hessen 400 Millionen Euro zusätzliche Mittel zur Verfügung standen, während die konkrete Verteilung dieser Mittel auf Schlüsselzuweisung, verbleibende Gewerbesteuer und andere Instrumente bis zum Schluss ja Gegenstand des Gesetzgebungsverfahrens war. Und wir standen dann vor der Alternative, entweder die Gemeinden frühzeitig auf der Basis eines Beratungszwischenstandes hier im Landtag zu unterrichten. Damit hätten wir möglicherweise Ihre kleine Anfrage vermieden, hätten aber gegebenenfalls hier im Landtag eine Debatte erleben können, so nach dem Motto, das sei eine Missachtung des Parlaments, Daten herauszugeben, die auf einer Grundlage beruhen, die noch gar keine Gesetzeskraft erhalten haben. Sie haben vielleicht auch den ein oder anderen Kollegen aus diesem Hause im Auge, der möglicherweise für eine solche Debatte theoretisch, sage ich mal, in Frage kommen würde. Und deshalb haben wir uns entschieden, abzuwarten bis zum Gesetzesbeschluss. Und wir haben noch am Abend des 31. Oktober die entsprechenden Planungsdaten für das Folgejahr per E-Mail den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Wir haben noch eine weitere Besonderheit zu bezeichnen. Die sogenannte November-Schätzung des letzten Herbstes war im Kern keine November-Steuerschätzung, sondern eine Oktober-Steuerschätzung, weil sie nämlich Ende Oktober stattfand. Sie schloss genau an dem Tag ab, als wir hier im Landtag zusammengesessen haben, das Gesetz beschlossen haben. Hätten wir gemeinsam mit dem Innenministerium die Orientierungsdaten zum gleichen Zeitpunkt herausgegeben, wären die noch aber auf dem Stand der Mai-Steuerschätzung gewesen. Und die Gemeinden hätten die Daten bekommen zu einem Zeitpunkt, wo sie in der Zeitung bereits die November-Steuerschätzung hätten lesen können. Deshalb haben wir uns entschieden, eine weitere Woche zuzuwarten, um die bereits aktualisierten Daten der November-Steuerschätzung abliefern zu können, sozusagen als eine noch verbesserte Serviceleistung gegenüber den Gemeinden. Und deshalb wurde der Erlass, der Orientierungsdatenerlass am 7. November veröffentlicht. Die gesamte Zeitdauer im Verhältnis auch zu den Vorjahren hat maximal zu einer Verzögerung von 2 Wochen geführt. Damit lagen wir sehr gut im Plan und die Gemeinden hatten eine Chance, ihre Daten darauf aufzubauen. Ich darf noch mal wiederholen, auf diesen Umstand der etwas verspäteten Datenlieferung hatte ich bereits die Kommunen im Frühjahr hingewiesen. Vielen Dank, Herr Minister. Eine Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Vielen Dank, Herr Minister. Zum einen herzlichen Dank dafür, dass Sie vor so viel Respekt oder möglicherweise auch Furcht vor dem Landtag so handeln, wie Sie handeln. Aber damit steht eine Frage noch immer im Raume, nämlich die, warum die Kommunen dann zweimal mit Daten unterschiedlicher Grundlage handeln mussten. Denn Sie haben ja zunächst einmal im September Ihre entsprechenden Planungsdaten entwickelt, um sie dann im November nochmal zu überarbeiten. Sie haben also, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich den Kommunen geraten, die Septemberzahlen zu ignorieren und auf den November zu warten. Ist das richtig? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Also, Abgeordneter Warnecke, wir haben im letzten Jahr, 2019, über dieses Jahr reden wir, am 31. Oktober die Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 veröffentlicht. Da stehen dann die ganz konkreten Schlüsselzuweisungsbeträge pro Gemeinde drin. Die Orientierungsdaten, die die Mittelfristplanung enthalten, sind natürlich, was das Haushaltsjahr 2020 anbetrifft, die konkreten Schlüsselzuweisungen, identisch mit den Planungsdaten. Lediglich für die Folgejahre sind Aktualisierungen auf der Basis der Steuerschätzung erfolgen. Diese Aktualisierung aber bezogen auf den Daten, die wir im Hause vorrätig hatten, die hatte vorher niemand. Also wir haben nicht zweimal für gleiche Zeiträume unterschiedliche Daten geliefert, sondern konsistent und deshalb ja auch diese Verzögerung, damit wir konsistente Daten liefern konnten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 205. Fragesteller ist der Kollege Gernot Krumbach, SPD. Jetzt muss ich da. Ich frage die Landesregierung, inwiefern will sie die Evaluation des Promotionsrechts durchführen? Frau Staatsministerin Dorn antwortet.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Krumbach, ich freue mich sehr über die Frage, denn Hessen hat bisher als erstes und einziges Bundesland das Promotionsrecht, das eigenständige für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, eingeführt unter strengen qualitätsgesicherten Kriterien. Ausschlaggebend für Hessen war damals, und das ist auch erreicht worden, die bewirkte Stärkung der Forschung an den HAWen und insbesondere die Fähigkeit zur Einwerbung von Drittmittelforschungsprojekten, der größere Attraktivität der HAWen bei der Gewinnung von Professorinnen und Professoren sowie die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung ihrer Masterabsolventen. Diese Gründe sind überzeugend. Und ich freue mich, Ihnen auch mitteilen zu können, dass das hessische Beispiel bereits dazu geführt hat, dass weitere Länder mit teilweise etwas unterschiedlichen Modellen auch diesem Ansatz folgen werden. Wir sind da gerne Vorbild. Und ohne der noch ausstehenden Evaluierung vorgreifen zu wollen, bewerte ich es als großen wissenschaftspolitischen Erfolg, dass an den hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wir nunmehr bereits 6 Promotionszentren eingerichtet haben. Dass den hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften gemäß § 4 Absatz 3 Satz 3 HHG bislang in 6 Fällen befristet für jeweils 5 Jahre zuerkannte eigenständige Promotionsrecht wird rechtzeitig vor Ablauf der Frist evaluiert werden, wobei an eine Begutachtung der Promotionszentren durch externe außerhessische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der jeweiligen Fachrichtung gedacht ist. Und da die ersten 3 HAW-Promotionszentren zum 1. Januar 2017 und ein 4. zum 1. November 2017 genehmigt wurde, wird die Begutachtung voraussichtlich nicht vor der Jahresmitte 2021 begonnen werden. Herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Zusatzfrage vom Kollegen Grumbach. Ich fürchte, Frau Ministerin, die Frage war etwas gemeiner, weil Sie haben jetzt Auskunft gegeben über den Evaluierungsprozess bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Die Frage ist, wollen Sie den gesamten Promotionsbereich auch bei den Universitäten evaluieren und wann soll das geschehen? Frau Staatsministerin Dorn. Also die nächste angestrebte Evaluation ist genau diese und die soll auch getrennt entsprechend passieren. Und über weitere Schritte können wir uns gerne noch in der kommenden Zeit unterhalten. Herzlichen Dank. Zusatzfrage, Frau Kollegin Dr. Sommer. Na, so. Vielen Dank erstmal für Ihre Ausführung. Ich hätte eine erweiterte Frage und zwar können Sie so ein bisschen abschätzen oder uns sagen, wie sich die Anzahl der Promotionen nach dem eigenständigen Promotionsrecht, aber auch nach den kooperativen Promotionen entwickelt hat, weil zuvor war es ja auch möglich, kooperative Promotionen an FHs zu machen oder an den HAWs. Hat sich da jetzt was geändert durch das eigenständige Promotionsrecht? Frau Staatsministerin. Ja, sehr gerne. Ich kann sozusagen die aktuellen Stände referieren. Also wir gehen mal durch die einzelnen Promotionszentren. Promotionszentrum Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Globalisierung, Interkulturalität und europäische Integration. Das wurde genehmigt am 1. Januar 2017. Träger HAW ist die Hochschule Fulda. Da haben wir 10 Doktorandinnen und Doktoranden. Das zweite Promotionszentrum Public Health in Fulda hat angenommene Doktorandinnen und Doktoranden 6 Personen. Das dritte Promotionszentrum Soziale Arbeit, auch genehmigt 1.1.2017, das sind die kooperierenden Träger HAW, die Hochschule Rhein-Main, die Frankfurt University of Applied Science und die Hochschule Fulda. Da haben wir angenommene von 27. Das vierte Promotionszentrum angewandte Informatik, die kooperierenden Träger HAW sind die Hochschule Darmstadt, Frankfurt University of Applied Science, Hochschule Fulda, Hochschule Rhein-Main. Da haben wir 22 Doktorandinnen und Doktoranden. Promotionszentrum Nachhaltigkeitswissenschaften haben wir erst gegründet. Da ist sozusagen es in entsprechendem Aufbau seit dem 01.01.2019. Und das sechste, das Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften, Fachrichtung Life Science Engineering, genehmigt zum 01.04.2019. Auch da ist es entsprechend im Aufbau. Das ist sozusagen dieser zeitliche Vorlauf von 6 bis 12 Monaten relativ normal. Aber wir sehen, dass es sich gut anläuft. Aber entsprechend die Evaluation wird dann das Weitere zeigen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 207. Fragesteller ist der Abgeordnete Dr. Naas für die Fraktion Freie Demokraten.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, ist es Ihre Absicht, durch die Nachforderung zusätzlicher Beschlüsse der betroffenen Gebietskörperschaften seit Jahren laufende Planungsverfahren für Bundesstraßen im vordringlichen Bedarf infrage zu stellen, obwohl, wie im Fall der Ortsumfahrung Lauterbach, der Ministerpräsident den Bau der Straße öffentlich zugesagt hatte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, jahrelang wurde parteiübergreifend gefordert, dass Bundesmittel, vor allem investiver Art, nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf vergeben werden. Wir waren da erfolgreich. Deswegen sind im Bundesverkehrswegeplan 2030 deutlich mehr hessische Straßenprojekte enthalten als im Bundesverkehrswegeplan 2003. Und gleichzeitig gibt es einen angestiegenen hohen Erhaltungsbedarf und nur naturgemäß sind die Planungskapazitäten bei Hessen Mobil begrenzt. Deswegen erfordern die Vorhaben des Neu- und Ausbaus im Bereich der Bundesfern- und auch Landesstraßen eine Priorisierung. Maßgeblich für die Bearbeitungspriorität ist die Zustimmung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften in der Region. Um die zukünftigen Bearbeitungsprioritäten für die Vorhaben des Neu- und Ausbaus festlegen zu können, habe ich die betroffenen Kommunen um ein entsprechendes Votum gebeten. Das Anhörungsverfahren, ist ja auch Teil des Planungsverfahrens, für die Ortsumgehung für Lauterbach und Wartenberg wird derzeit mit unveränderter Intensität fortgeführt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Erste Zusatzfrage stellt der Fragesteller selbst, Herr Dr. Naas, noch einmal bitte. Vielen Dank, Herr Minister. Ich darf noch einmal fragen, welche zeitliche Differenzierung besteht denn zwischen einer prioritären Planung und einer Planung als Dienst nach Vorschrift? Herr Staatsminister. Es gibt keinen Dienst nach Vorschrift, jedenfalls nicht bei uns, sondern es ist so, dass im Bundesverkehrswegeplan 2030 knapp 100 Projekte im Neubau enthalten sind oder auch in der Erhaltung. Und das wird erstens nach Priorität gemacht. Also wenn jetzt mal konkret an der Salzbachtalbrücke oder an der Bergshäuserbrücke oder an der Brücke in Talaubach ein Problem ist, dann wird das natürlich mit allerhöchster Priorität gemacht, weil da schon teilweise Sperrungen von jedenfalls einzelnen Spuren da sind. Dann wird prioritär bearbeitet die nächste Kategorie, nämlich da, wo es schon Vorarbeiten gibt, also wo sozusagen schon Planungen gemacht sind, Vorentwürfe gemacht worden sind, man vielleicht schon sich im Planfeststellungsverfahren befindet. Und dann ist die dritte Kategorie, das sind die Straßen, wo es noch keine Vorarbeiten gibt. In Sachen Wartenberg gibt es Vorarbeiten, deswegen ist es sozusagen in Kategorie 2. Aber es gilt der Grundsatz, dass man keine Priorität in den nächsten Schritten danach in der Bearbeitung, wenn die Umgehungsstraße vor Ort gar nicht gewünscht ist. Jetzt haben wir in Sachen Wartenberg, Lauterbach unterschiedliche Entscheidungen. Lauterbach will sie mehrheitlich in der Stadtverordnetenversammlung, Wartenberg nicht. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, was der Wunsch der Kommune ist. Das ist auch nichts Neues, Herr Naas. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Gagel. Drücken Sie mal, Herr Gagel. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, das erste Mal habe ich erfahren, dass bei Hessen Mobil ja Ingenieure fehlen bei der Umgehungsstraße B8 Waldems-Esch. Und jetzt benutze ich die Gelegenheit, mal nachzufragen, wie denn der aktuelle Sachstand unserer drei wichtigen Umgehungsstraßen im Rheingau-Taunus-Kreis ist, nämlich die B8 A Waldems-Esch, die B275 Itzstein-Eschenhahn und auch die B260 Wambach. Haben wir denn da eventuell auch solche Verzögerungen zu erwarten, beziehungsweise so ein Gezedere wie bei der B254 da in Wartenberg und Lauterbach, oder läuft das alles nach Plan? Danke. Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Gagel, bitte sehen Sie mir es nach, dass ich an dieser Stelle nicht jede einzelne Umgehungsstraße im Kopf habe. Ich kann Ihnen aus der Erinnerung sagen, dass wir in Sachen Wambach noch dafür gesorgt haben, dass es in den Bundesverkehrswegeplan kam, nachdem es erst nicht drin war.
Ich glaube, Itzstein-Eschenhahn ist in Bearbeitung nach allem, was ich weiß. Aber ich kann Ihnen das jetzt hier nicht aus dem Gedächtnis einzeln sagen. Sonst fängt, wie war der Begriff, den Sie gerade benutzt haben, vor Ort das Gezeter an. Deswegen an dieser Stelle, wenn Sie das noch interessiert, reichen wir das gerne schriftlich nach. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Nächste Zusatzfrage kommt vom Fragesteller selbst, Herr Dr. Naas. Ja, ich komme noch mal zurück auf die B254 Ortsumfahrung Lauterbach. Wünschen Sie sich denn persönlich, Herr Minister, als Wirtschafts- und Verkehrsminister in Hessen die Realisierung dieser Ortsumfahrung? Herr Staatsminister. Wie sagte ein berühmter Frankfurter Philosoph, der auch eine große Fußballmannschaft trainiert hat, Lebe ist kein Wunschkonzert. Deswegen halte ich mich an dieser Stelle an den Bundesverkehrswegeplan. Ich will ausdrücklich an dieser Stelle sagen, da ist sie im vordringlichen Bedarf enthalten. Da wir ja an dieser Stelle in Auftragsverwaltung tätig sind, sagen wir natürlich nicht, dass wir sozusagen bestimmte Sachen nicht machen, für die der Bund uns beauftragt. Gleichzeitig gibt es gute Gründe für eine Priorität. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel aus der Vergangenheit sagen. Da hat zum Beispiel mein geschätzter Amtsvorvorgänger Dieter Posch im Sommer 2011 an den damaligen Bundesverkehrsminister Ramsauer folgenden Brief geschrieben. Ich mache jetzt nur eine Straße da raus, hat er mehrere Straßen erwähnt. Dann schreibt Posch an Ramsauer im Juli 2011, betrifft B45 Ortsumgehung Erbach. Für die Ortsumgehung Erbach kosten ca. 49,1 Millionen Euro, wurde im Jahr 2007 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Die Stadtvoranversammlung der Stadt Erbach hat sich mit Beschluss vom 15. März 2011 gegen eine Fortführung der Planung der Ortsumgehung Erbach ausgesprochen. Aus diesem Grund beabsichtigt das Land Hessen, die Planungen bzw. die Planfeststellungsverfahren zu den oben genannten Maßnahmen einzustellen. Das würde ich niemals tun. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste und letzte mögliche Zusatzfrage stellt der Kollege Warnecke. Ja, Herr Minister, ich darf Sie fragen, um wie viel haben Sie denn die Planungskapazitäten reduziert, um den von Ihnen gerade genannten politischen Prämissen Rechnung zu tragen für diese konkrete Ortsumfahrung in Lauterbach oder um Lauterbach und den Nachbarort herum? Wartenberg. Herr Minister. Herr Warnecke, ich verstehe die Frage nicht, weil seitdem ich im Amt bin, haben wir die Planungskapazitäten bei Hessenmobil erhöht. Und dementsprechend, es war vorher so, dass da sehr viel Personal abgebaut worden ist, ein Teil der Erklärung auch des fehlenden Personals. Aber wenn Sie sich mal die Haushaltsanträge der letzten Jahre anschauen, auch der Koalitionsfraktionen, werden Sie feststellen, dass die Planungskapazitäten bei Hessenmobil nach meiner Erinnerung seit 2015, also seit dem ersten Haushalt, der neu beschlossen wurde, seitdem ich Verkehrsminister bin, Jahr für Jahr erhöht worden sind. Deswegen verstehe ich Ihre Frage nicht. Ich rufe auf die nächste Frage 208. Fragesteller ist der Kollege René Rock. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich die Zahl der in Hessen in Betrieb gegangenen Windkraftanlagen seit Anfang 2019 entwickelt und hoffe, dass es eine kürzere Antwort gibt. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, ich beantworte Ihre Fragen auch gerne kurz. Laut Auswertung der Hessenagentur wurde in Hessen seit Anfang 2019 bis zum Meldestand 21.01.2020 4 Windenergieanlagen mit einer summierten Leistung von 13,8 MW in Betrieb genommen. Zusatzfrage, Kollege Rock. Herr Minister, ich frage Sie, wie ist das Ausbauziel der Landesregierung für dieses Jahr? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, nach meiner Erinnerung habe ich Ihnen letzten Herbst schon gesagt, dass wir nicht in der Planwirtschaft leben und deswegen gibt es kein Ausbauziel für Zahlen von Windkraftanlagen im Jahre 2020.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie jetzt für die Einführung eines Fünfjahresplans sind. Hoffe ich jedenfalls, aber wer weiß, ob sich da vielleicht noch etwas ändert. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich dringend fordere. Und ich hoffe, dass ich da auf Ihre Unterstützung treffe. Ich glaube, dass es sehr dringend ist, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland wieder vorankommen. Wir haben in den letzten Jahren viele Atomkraftwerke glücklicherweise abgeschaltet. Es werden noch 6 Atomkraftwerke in den nächsten Jahren folgen. Sie wissen, dass wir auf Bundesebene den Kohleausstieg gerade diskutieren, der ebenfalls kommen wird. Also, wenn man abschaltet, was ich richtig finde, muss man auch etwas anderes einschalten und gleichzeitig Energie sparen und sie effizienter benutzen. Und das bedeutet, dass wir bei den erneuerbaren Energien vorankommen müssen. 2019 war für die Windkraft kein gutes Jahr. Ich bedauere das außerordentlich. Und dass es nicht nur bei uns so war, sondern in anderen Ländern, das sehen Sie daran, dass wenn wir nur 3 Windräder letztes Jahr mehr gehabt hätten, dass wir dann Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen überholt hätten. Sie sehen also, wir haben es mit einem bundesweiten Problem zu tun. Und ich hoffe, dass diese Woche und auch in den nächsten Monaten die Bundesregierung an dieser Stelle dazu kommt, dass der Windkraftausbau nicht weiter behindert, sondern gefördert wird. Und da ich ja immer an das Gute im Menschen glaube, hoffe ich, dass Sie das dann unterstützen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Zusatzfrage, Kollege Rock. Ich frage die Landesregierung, lieber Herr Minister. Die Landesregierung hat ja zumindest Klimaschutzziele gesteckt. Wie viel Windkraftanlagen oder wie müsste der Ausbau der Windkraftanlagen aus Ihrer Sicht vorangetrieben werden, um Ihre Klimaschutzziele oder die Ziele der Landesregierung zu erreichen? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Ihre Frage freut mich, weil Sie in den letzten Jahren immer gesagt haben, dass neue Windräder gar nicht helfen würden beim Klimaschutz. Offensichtlich haben Sie jetzt gesehen, dass Sie das anders sehen. Also, ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, dass wir in Hessen sozusagen indirekt vor allem mit dem Ausbau der Windkraft bei uns dafür sorgen, dass andernorts Kohlekraftwerke abgeschaltet werden können. Wir haben in Hessen noch ein rein stromgeführtes Kohlekraftwerk, das ist Staudinger, und ansonsten vor allem entlang der Main-Schiene wärmegeführte Kohlekraftwerke. Und Sie wissen, dass wir ungefähr die Hälfte unseres Stroms aus anderen Bundesländern bekommen. Da ist ein großer Lieferant, in Anführungszeichen, Nordrhein-Westfalen. Und dementsprechend ist klar, dass ein Teil davon mit Kohle betrieben wird. Und je mehr erneuerbare Energien wir in Hessen erzeugen, umso weniger dann auch potenziellen Kohlestrom müssen wir beispielsweise aus NRW bei uns in Anführungszeichen importieren. Es ist nicht Ausland, deswegen ist das mit dem Importieren an dieser Stelle fachlich nicht ganz korrekt. Und wenn Sie sehen, dass wir ja schon bei unserer CO2-Bilanz, CO2-Ausstoß pro Kopf, eines der Bundesländer sind mit dem geringsten CO2-Ausstoß pro Kopf, dann ist völlig klar, dass wir daran arbeiten, den weiter zu reduzieren. Und jedes Windrad hilft dabei. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch 2 Zusatzfragen, zwar vom Kollegen Grüger und vom Kollegen Warnecke. Ich weiß aber nicht, wer zuerst war. War der Kollege Warnecke. Bitte. Das Geburtstagskind dann als Zweiter. Herr Minister, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich darf Sie fragen, wie viele Anlagen von Projektierern denn in dem vergangenen Jahr hätten genehmigt werden wollen? Herr Staatsminister. Hätten genehmigt werden wollen? Ach so. Also ich kann Ihnen an dieser Stelle mal den Stand sagen. Moment, wo habe ich es? Ich versuche es Ihnen. Also ich kann Ihnen sagen, das ist der Stand zum 15.01. haben wir insgesamt in Hessen 261 Anlagen im Genehmigungsverfahren. Und wir haben 96 Windenergieanlagen, die genehmigt, aber noch nicht in Betrieb sind. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Die können im Bau sein, da können die Bescheide beklagt sein oder Ähnliches. Das sind die Zahlen, die ich vorliegen habe.
Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste und letzte Zusatzfrage stellt Herr Kollege Grüger. Drücken Sie mal bitte. Danke. Ja, ich frage die Landesregierung, wie erklärt sie sich, dass Hessen im Zubau der Windkraftanlagen auf dem vorletzten Platz gelandet ist, bundesweit, wenn sie doch immer darauf hinweist, dass das an den bundespolitischen Rahmenbedingungen liegt, dann müsste ja das Ranking anders aussehen, als es Hessen dann so schlecht abgeschnitten hat. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Grüger, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass in vielen Ländern in dem letzten Jahr der Zubau deutlich eingebrochen ist, unter anderem, indem ich darauf hinwies, dass wenn wir nur 3 Windräder mehr in Hessen gehabt hätten, dass wir dann schon mit diesen 3 Windrädern 3 andere Länder, nämlich Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen, überholt hätten. Sie sehen also, auch angesichts der Tatsache, dass wir ja eine bundesweite Debatte haben über die Frage, wie es mit dem Windkraftausbau weitergeht, dass der Bundeswirtschaftsminister zum Windkraftgipfel auf Bundesebene eingeladen hatte, dass wir bei der Frage Kohleausstiegsgesetz eine bundesweite Debatte hatten über diese Frage, dass Sie auch in der SPD sehr munter diskutieren über die von der Bundesregierung festgelegten Mindestabstände und, wie ich finde, richtigerweise der Auffassung sind, dass es da durchaus klügere Möglichkeiten gibt, dass wir es mit einer bundesweiten Debatte zu tun haben. Und dementsprechend, also ich finde, Selbstwirksamkeit ist etwas Wunderbares, vor allem, wenn man sie spüren kann, Herr Grüger. Aber überschätzen sollten wir jetzt Hessen und das hessische Energieministerium in dieser Frage nicht. Herzlichen Dank. Ich rufe auf die Frage 209. Fragesteller ist der Kollege Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, wie werden Eltern darüber informiert, dass die Lehrerin oder der Lehrer ihres Kindes nicht zum Unterrichten ausgebildet wurde? Herr Kultusminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, die Entscheidung über die Weitergabe von Informationen an Eltern, das ist Ihnen, glaube ich, gut bekannt, trifft grundsätzlich jede Schule vor Ort auf den etablierten Kommunikationswegen. Und natürlich gehört zu den für die Elternschaft wesentlichen Informationen, neben der Auskunft über das jeweilige schulische Vertretungskonzept, auch die Information darüber, wie in Einzelfällen zum Beispiel eine dauerhafte Erkrankung einer Lehrkraft kompensiert wird. Aber wie das genau, also in welcher Form und mit welchem Inhalt das genau geschieht, das würde ich auch weiterhin den Schulen vor Ort überlassen wollen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Degen. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für diese Auskunft. Das heißt, ich verstehe Sie so, dass Ihr Ministerium, Ihr Haus kein aktives Bestreben verfolgt, die Eltern darüber zu informieren, dass die 4.900 Lehrkräfte, die keine Lehrbefähigung haben, eben und auch nicht in Elternarbeit ausgebildet wurden, dass sie das nicht aktiv vorantreiben, dass die Eltern darüber informiert werden. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, lassen Sie uns doch nicht so tun, als ob das in irgendeiner Form etwas Neues wäre. Die Regelungen zur Erteilung von Unterrichtserlaubnissen, darum geht es ja bei Lehrkräften, die kein Lehramt und keine Lehrbefähigung haben. Die Regelungen zur Erteilung von Unterrichtserlaubnissen gibt es in Hessen seit Jahrzehnten. Die gab es übrigens auch schon unter der letzten sozialdemokratisch geführten Landesregierung, auch wenn das schon eine Weile her ist. Und wenn Sie das, und wenn das war im vergangenen Jahrtausend, das ist richtig, aber manchmal lohnt ja auch der Blick zurück. Und die Regelungen, die damals im entsprechenden Gesetz standen, waren deutlich vager als diejenigen, die wir heute für die Erteilung von Unterrichtserlaubnissen festgelegt haben. Ein Großteil der Lehrkräfte, die Sie ansprechen, unterrichten auch an unseren Schulen schon seit vielen Jahren. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das bis ins letzte Jahrtausend zurückverfolgen kann, aber die Fälle gibt es bestimmt auch noch. Und die Regeln für die Kommunikation über solche Vertretungslehrkräfte oder auch anderweitig eingesetzte Lehrkräfte waren auch schon immer die gleichen. Da hat sich nichts verändert. Also das ist eine jahrzehntelang eingeübte Praxis und ich sehe keinen Grund daran, etwas zu ändern. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 211. Fragestellerin ist die Kollegin Kerstin Geis. Ja. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie positioniert sie sich hinsichtlich Containering, also das Mitnehmen weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern?
Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Bei mir steht jetzt, dass die Justizministerin das Antwort beantwortet. Ja, wunderbar. Dann ist das richtig. Herr Staatssekretär Metz in Vertretung für die Justizministerin. Moment, ich muss 1, 2, 3. Drücken Sie doch ganz kurz mal, Herr Kollege Metz. Dankeschön. Frau Abgeordnete Geis, die Verschwendung und Vernichtung von Lebensmitteln ist eine gesellschaftliche Herausforderung und sollte auf ein Minimum reduziert werden. Die rechtspolitischen Vorschläge, die bislang unter dem Stichwort Legalisierung des Containers diskutiert werden, bieten dafür allerdings keinen Ansatz. Die Diskussion darüber ist zudem weitaus vielschichtiger, als sie oft vermittelt und wahrgenommen wird, und geht über weggeworfene Lebensmittel hinaus. Zudem ist die Entkriminalisierung des sogenannten Containers zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung nicht erforderlich. Vielmehr muss es darum gehen, die Verschwendung von noch verwertbaren Lebensmitteln von vornherein zu vermeiden. Die 90. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat daher an die Bundesregierung appelliert, die dafür primär zuständig ist, unter Beteiligung der entsprechenden Fachministerkonferenzen alternative Abgabeformen von Lebensmitteln zu entwickeln, die es insbesondere großen Lebensmittelanbietern ermöglichen, Lebensmittel freiwillig und ohne Nachteile an Dritte, etwa die Tafeln für Bedürftige, abzugeben. Wer Lebensmittel aus Mülltonnen fischt und in Umlauf bringt, nimmt in Kauf, dass die Produkte nicht mehr einwandfrei sind. Mülltonnen dienen der Müllentsorgung, werden nicht notwendigerweise regelmäßig gesäubert und enthalten damit auch Krankheitserreger, Keime, Pilze, Glasscherben und so weiter. Diese Gesundheitsgefahren gehen zu Lasten der Schwächsten in der Gesellschaft. Herzlichen Dank. Zusatzfrage stellt die Kollegin Geis. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wie beurteilt denn dann die Landesregierung die Verurteilung von 2 Studierenden in Bayern zu je 225 Euro Bußgeld, weil sie sozusagen beim Containern erwischt wurden? Herr Staatssekretär. Frau Abgeordnete Geis, weder die Justizministerin noch der Justizstaatssekretär kommentieren gerichtliche Entscheidungen. Deshalb werde ich dazu auch keine Bewertung abgeben. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zu Frage 213. Fragestellerin ist die Kollegin Christiane Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Böhm. Ja, danke schön. Ich frage die Landesregierung, wann hat sie vor, basierend auf dem Gutachten zur Hebammenversorgung, Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Geburtshilfe in Hessen zu ziehen? Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete Böhm, am 17. Dezember 2019 fand die 2. Sitzung des Rundentisches Zukunftsprogramm Geburts- und Hebammenhilfe in Hessen statt. Dort wurden die Ergebnisse der durchgeführten Studie vorgestellt. In der anschließenden Diskussion haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ersten Sichtweisen auf das Thema ausgetauscht. Sie haben vereinbart, dass die Ergebnisse des Gutachtens zunächst im Beirat besprochen werden sollen, bevor das Gutachten veröffentlicht wird. In der nächsten Sitzung des Beirats, die im Februar stattfinden soll, sollen dann die aus dem Gutachten abzuleitenden Handlungsempfehlungen besprochen und dem runden Tisch zugeleitet werden. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Zusatzfrage, Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, ist denn jetzt endlich mit ca. 5 Jahren Verspätung im Ministerium angekommen, dass es in Hessen einen Hebammenmangel gibt? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter Pürsün, Sie wissen, dass bereits weit vor meiner Übernahme dieses Amtes veranlasst worden ist, dass ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben wird. Insofern ist die Landesregierung schon lange in dieser Frage tätig. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Frau Böhm, hatten Sie sich noch einmal gemeldet? Wunderbar, dann haben Sie das Wort. Naja, das ist nicht ganz so richtig, weil diese Diskussion ja doch eine andere war. Bisher war das meistens, wurde gesagt, das ist eine Sache der Hebammen selbst.
Aber es ist ja deutlich geworden, dass es einen großen Mangel an stationärer Geburtshilfe gibt oder dass die stationäre Geburtshilfe um 25% gesunken ist, die Station. Und wie stehen Sie dazu, zu den Meldungen, die jetzt kürzlich im Hessischen Rundfunk vermittelt wurden, dass gerade bei der Schließung der Geburtsklinik Wolfhagen es wirklich zu prekären Geburten unter Beteiligung der Feuerwehr oder im PKW gekommen ist, weil eine Klinik nicht mehr kurzfristig zu erreichen war? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Böhm, genau das ist ja Gegenstand des Gutachtens, genau zu untersuchen, wie die regionale Versorgungsdichte in Hessen ausgestaltet ist. Sie wissen, dass wir in den letzten Monaten an mehreren Stellen mit der Entscheidung von KrankenhausträgerInnen zu tun gehabt haben, die sich entschieden haben, ihre geburtshilflichen Stationen zu schließen. Unsere Bewertung an dieser Stelle beschränkt sich darauf, zu prüfen, ob trotzdem die vom gemeinsamen Bundesausschuss vorgegebenen Fristen zur Erreichung einer solchen eingehalten werden oder nicht. Insofern ist das bedauerlich. Jede Schließung einer geburtshilflichen Station ist bedauerlich, aber leider seitens der Landesregierung an der Stelle nicht zu beeinflussen. Wir werden aber aus dem Gutachten heraus dann die angesprochenen Handlungsempfehlungen ableiten und schauen, welche Maßnahmen wir auch befördern können, gemeinsam mit dem Runden Tisch. Und da wir dieses Gremium ernst nehmen, werde ich jetzt auch keine Einzelbewertungen vornehmen, bevor der Beirat und der Runde Tisch selbst seine Beratungen dazu abgeschlossen haben. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Pürsün hat es ja schon angesprochen. Wir haben lang gewartet. Wir hatten im Landtag das Gutachten gefordert. Dann kam es endlich. Ich möchte gerne wissen, ob Sie einen Zeitstrahl haben. Also Sie haben sich jetzt zweimal mit dem Hebammen, mit dem runden Tisch der Hebammen zusammengesetzt. Es ist schon lange dringlich, dass was passiert. Wie lange müssen wir noch warten, bis dann erste Handlungsmaßnahmen umgesetzt werden? Haben Sie da schon eine Zeitlinie? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, ich habe die Zeitlinie ja in meiner ersten Antwort auf die mündliche Frage von Frau Kollegin Böhm skizziert. Das Gutachten liegt insgesamt seit November vor. Die Beratung im Runden Tisch, die erste, hat im Dezember stattgefunden. Der Beirat will über die Handlungsempfehlungen im Februar sprechen. Dann werden sie dem Runden Tisch zugeleitet. Wenn es nach mir geht, wird der sich dann so schnell wie möglich damit beschäftigen, sprich spätestens im zweiten Quartal. Und dann sollten wir auch im Laufe dieses Jahres gut in der Lage sein, über das Gutachten und die Handlungsempfehlungen des Gutachtens zu beraten. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Wir sind am Ende der Fragestunde. Damit können wir Tagesordnungspunkt Drucksache 20-1723 beenden.